Aha. So wie ich das Spiel kenne, muss ich da wieder hochkraxeln, ne? Interessant. Oh, es ist wieder ein physischer Eck, ne? Na toll. Ich weiß nicht. Ich bin süchtig. Ich spiele ständig. So, ach, jetzt geht's wieder los. Wie komme ich da hoch? Ach, das sieht einfach aus. Möchtest du wieder zuerst spielen? Wann spielen wir mal wieder Wildlands, Flo? Hä? Dann müssten wir auch mal wieder zocken. Wahrscheinlich hast du schon wieder heimlich weitergespielt ohne mich. Ich weiß nicht, das Game ist eigentlich nicht so langweilig, wenn man die Hauptmission spielt. Also, es ist ja eine Kampagne dahinter, ne? Wie, du hast Wildlands einfach durchgespielt ohne mich? Was ist los mit dir? Ich dachte, wir spielen immer zusammen. Du bist so ein Anti-Mate. Unglaublich. Finde raus, was Ubi vorhat, Marcus. Ungeheuerlich. Was macht der Debug-Code? Was macht der Debug-Code nicht? Kannst du ihn teilen? Klar, wenn ich meinen Job verlieren will. Ich werde dir einen also. Nice. Das sind doch die wahren Programmierer. Lustig, Ubisoft? Echt jetzt? War nur Spaß. Ja, ja, Flo. Genau. Setz mal lieber deinen Spielstand zurück, dass wir wieder zusammen weiterspielen können. Vielleicht haben sie als Gimmick ein Spiel reingepackt, was demnächst rauskommt. Ist wirklich ein E3-Conf-Video? Soll das wirklich auf der E3 ausgestrahlt werden? Oder wurde es da ausgestrahlt? E3 war ja schon. Wunderschönen guten Nachmittag, Calabrese. Okay, das sollte uns Follower bringen. Überlass das mir. Ich habe den Kontakt. Ich sehe schon die Schlagzeilen vor mir. Neuer Trailer ist Schrott. Neuer Trailer ist krass. Neuer Trailer ist halbwegs okay. Ach, schreibst du nebenbei Spielkritiken, Wrench? Ich versuch's. Leo, es wundert mich nicht, dass du das Spiel wieder kennst, wo der Teaser jetzt gerade läuft. Ja, vielleicht spiele ich... Ich werde so wieder bis 17, 18 Uhr wahrscheinlich daddeln und vielleicht Abend eine Runde CS, wer weiß. Dann können wir meinetwegen wieder zusammen daddeln, Flo, oder bist du Abend wieder nicht da? Daniel, ich vertreibe wieder Flo, weil ich nicht das Spiel spiele, was er spielen möchte. Immer nur so, wie er es braucht, der Junge.
Ach, Calabrese, das ist aber... Ich werde gleich ganz rot. Du musst dir was Gutes tun mit meiner Stimme bei der Hitze. Schneid dir da mal eine Scheibe ab, Flo. Das könntest du auch sagen. Für mich. Dass ich eine schöne Stimme habe. Das beste Kompliment bisher, was ich hier gekriegt habe, glaube ich. Aber Flo hat ja keine Nettigkeiten für mich übrig. Der ist nur am Meckern. Ja, lauf mir doch ins Auto rein. Also was ist mit der denn los? Ich hab den nur gerammt, weil es geleckt hat. Mal ein bisschen driften üben hier. Oh. Ups. Gott, wenn ich im wahren Leben genauso fahren würde, ne? Das sah doch sehr nach Versicherungsbetrug aus. Nach Unfallflucht, meinst du eher? Aber ja, beinhaltet natürlich dann das auch. Okay, da ist unser CEO. Ich hoffe, das Workout, das er kriegt, gefällt ihm. Los, hau ihn von den Socken. Kann ich nicht. Kann ich nicht. Jetzt. Nein. Nein. Jetzt. Hihihi. Schneller. Mann, ist alles okay? Was ist denn das hier eigentlich für ein Fitnessstudio? Ist das so groß wie mein Wohnzimmer? The fuck? Alles mitgekriegt? Marcus, das war das Schönste, das ich heute miterleben durfte. Ich schicke das Video raus. Der bloße Anblick eines Idioten, der vom Laufband fliegt, könnte der Welt Frieden bringen. Seit wann stehst du auf Frieden? Also rein metaphorisch gesprochen. So, ist das jetzt da hinten mein Auto? Frisch aus der Werkstatt, logischerweise. Ich finde den so schon ziemlich schick, ne? So ein Auto würde ich mir privat auch kaufen. Ja, Calabrese, der. Mit V aktivierst du den Hacker-Modus. Manche Sachen kommst du nur mit einer Drohne ran. Oder über verschiedenste Schleichwege. Dafür brauchst du einen Buggy. Meistens sind irgendwelche Lüftungsschächte in der Nähe, wo du dann reinschlüpfen kannst mit dem Auto. Da musste man nachgucken. Auf jeden Fall kam ich auch an vielen Kram auch nicht ran. Am Anfang, Geldtaschen zum Beispiel kannst du nicht aufheben mit der Drohne, allerdings mit dem kleinen Buggy. Und, ja. Was war noch? Ja. Also du musst dich immer mal umgucken. Manchmal musst du auch ein paar Meter weiter weg. Ich hatte zum Beispiel so ein ganz schönes Erlebnis mit einem Kran, der 10 Meter weiter war. Da musste ich dann erstmal den Kran hacken und mich dann mit dem Kran, mit dem Transportkorb auf das Gebäude oben drauf setzen. Das war auch echt anstrengend. Es hat eine Weile gedauert, bis ich das rausgefunden habe. So, wollen wir jetzt hier noch ein paar Nebenoperationen machen? Kann ich da irgendwie hinreisen? Ne. Da noch zwei hier nebeneinander, ne? Top. Dann haben wir sie ja fast alle, ne? Hier sind keine, da ist noch eine. Da ist die Hauptoperation. Da ist dann nochmal, wo man Operationsinfos sich holen kann. Ja, sieht doch ganz gut aus, würde ich mal behaupten. Oh.
mich am meisten stört an dem Game. Scheinbar hat das so harte Nachladezeiten. Ich habe das schon auf einer Festplatte mit 7200 Umdrehungen installiert. Aber am besten ist es wohl scheinbar, das Game auf einer SSD zu installieren. Weil die Festplatte ist die ganze Zeit auf 100% Auslastung. Und manchmal, wenn ich schnell unterwegs bin, bei irgendwelchen Hochgeschwindigkeitsfahrten, merkt man, wie das Game ab und zu mal stehen bleibt, weil er die Daten einfach nicht schnell genug nachladen kann. Oh, ist ein Scout X in der Nähe. Aber das habe ich immer gar keinen Bock, das zu suchen. Kaninchenfarm. 46 Meter. Kann ich die mir irgendwie markieren? Ach, das geht sogar. Ach was. Hier. Grüß dich. Ach, echt jetzt? Kann ich hier nicht aus dem Auto ein Selfie machen? Tausend Follower sind jetzt auch nicht so die mega Belohnung. Aber wenn es auf dem Weg liegt, können wir es aber schnell machen. Und da ich jetzt den Shortcut für die Kamera gefunden habe. Eigentlich schlimm, dass es so. Genau das ist nämlich, was ich überhaupt nicht leiden kann. Wenn ständig Leute Selfies von sich posten in allen möglichen Varianten. Aber meine Freundin ist ja eine sehr aktive Snapchat-Userin und so. Ey, was die Leute teilweise da hochladen, ne? Oh, ich habe eine Schüssel Müsli vor mir. Wie geil, das muss ich mit der Welt teilen. Was zum Teufel, ey. Manche Leute sind echt komisch. Ja, also Kalibrese, wenn du die Drohne noch nicht hast. Ich habe da auch schon fast eine knappe Stunde mal rumgesucht und es einfach nicht hinbekommen. Und ja, vielleicht schaffst du es mit der Drohne. Wenn du irgendwas hacken musst, dann kannst du es mit der Drohne auf jeden Fall machen. Und ja, wenn du das Spiel auf einer SSD hast, aber das Spiel sind ja schon wieder 60, 70 GB. Ich habe 228 GB SSDs drin und da kriege ich natürlich so ein Spiel nicht drauf. Also ich müsste mir, wenn dann eine 500 Gig SSD kaufen, aber die kommt vielleicht dann in meinen neuen PC. Aber letztendlich installiere ich solche Spiele, meistens Spiele, die ich von der Performance her brauche, Multiplayer Games, installiere ich auf einer SSD. Aber da wird es auch mittlerweile knapp vom Platz. Ja, und meine Festplatte ist auch schon etwas älter. Okay, mal sehen, wie die Banken mit Kellys Exploit klarkommen. Das macht einfach zu viel Spaß. Oh. Muss ich jetzt noch was machen? Willkommen bei Blooms neuem CDOS-fähigen Bankautomaten. Oh toll, ich spreche mit einer verdammten Maschine. Willkommen, Mr. Johnson. Wie kann ich Ihnen heute helfen? Leck mich. Gib mir einfach mein Geld. Unterhaltszahlen. Geld echt jetzt? Herzlichen Glückwunsch, Mr. Johnson. Ein Bonus von $200 wurde was? Auf dem Konto gut geschrieben. Ja, und wer es glaubt, wird selig. Echt jetzt? Okay, ich nehm's gern. Herzlichen Glückwunsch. Sie erhalten einen Bonus von $1000. Was? $1000? Warum passiert mir sowas nicht an Geldautomaten? Davon zahle ich keinen Unterhalt. Happy Hour, jetzt komm ich!
Also meine Festplatte hat auch eine 7200, also sind 7200 Umdrehungen, ist eine Notebook-Festplatte, die alte Notebook-Festplatte von meinem ehemaligen Laptop, genau. Wo ist denn mein Auto jetzt schon wieder? Oh, na toll. Nehmen wir halt das Motorrad. Aber warte mal, hier ist noch ein Forschungspunkt. Ja, aber die Platte, die habe ich ewig nicht genutzt. Die ist zwar schon 3-4 Jahre alt, aber habe ich halt, wie gesagt, ewig nicht genutzt. Und hier ist zum Beispiel Calabrese, das könnte man, das kann man jetzt, denke ich mal, mit dem Buggy lösen. Das sieht man schon, dass man da reinspringen kann. Ein höher Springen geskillt habe ich auch und man sieht, dass ich da wahrscheinlich nicht hochkomme. Doch, es reicht sogar, warte. Also gibt es halt auch noch einen Skillpunkt, wo man dann dementsprechend den Jumper höher hopsen lassen kann. Und mit dem Buggy hier kann man halt auch physisch was Sachen aufheben. Oder beziehungsweise solche Hacks machen. Ich hätte den Unterhalt zahlen lassen. Ja, ich wusste nicht, dass ich dem jetzt so einfach mal Geld in den Arsch blase. Sorry. Da stand, ich soll dem Geld auszahlen. Ich hab's gemacht. Ich entschuldige mich nicht für Kunst. So. Jetzt fahren wir noch zum zweiten. Jetzt ist er gleich hier um die Ecke. Ja. Vielleicht ist das Spiel einfach zu aggressiv für eine 7200er Festplatte. Ja, was muss ich denn hier überhaupt machen? Jetzt zeige ich dir, dass man hier auch durchfahren kann, Leo. Siehst du? Oh, was ist denn das für ein cooles Gefährt? Ich geb's auf. Ich werde einfach alles hinschmeißen. Was ist los? Ich bin Student an der Oakland Advanced Tech. Wir nehmen an Noodles E-Card Challenge teil und verlieren ständig. Die Nobelschulen können wir nicht schlagen. Vor allem Stanford. Die werden von großen Firmen mit Technik unterstützt. Wir sind nur Oakland. Es hat keinen Sinn. Hey, Oakland hat Energie und Biss. Oakland kann es schaffen, Mann. Ich bin aus Oakland. Mir gefällt, wie du denkst. Willst du unser Fahrer sein? Im Ernst? Jemand muss es machen. Süß. Ich bin dabei. Ich heiße Marcus. Schön, dich zu treffen, Marcus. Ich bin Taylor. Viel Glück beim ersten Rennen. Also das Gefährt hatte gerade noch gar keine Räder dran, ne? Und jetzt soll ich mit dem Ding schon fahren, oder was? Hui. Oh, ich kann ja sogar meinen Boost nutzen, das ist aber nett. Gott. Karre fährt sich ja noch beschissener als das, was ich immer fahre. Die rammen ja auch alles weg. Und dann kann ich ja auch hier aufs Ganze gehen. Wie die schneller sind als ich, ne? Geschafft! Guck mal, wie langsam meine Karre ist. Der fährt ganz einfach an mir vorbei. Das ist jetzt hier schon das Ziel? Nee. Es gibt 3 Runden, okay. Zetronen, ich spiele. Kampagnen spiele ich immer alleine. Damit ich halt. Einfach mal komplett alleine durchzocken kann. Muss ich aber noch langsam Gas geben hier, ne? Achso, letzte Runde. Ich frage mich gerade, wie das Rennen ohne meinen Booster laufen würde. Den hätte ich jetzt einfach nicht so schnell überholen können.
das Ziel. Gas geben. Alter, ramm mich doch nicht. Unfassbar, wir haben gewonnen. Das hat's noch nie gegeben. Also, mit einer ordentlichen Batterie kommt das Ding besser aus den Startlöchern. Ja, klingt logisch. Mal sehen, ob ich eine finde. Ja, Leo, das stimmt. Ab und zu erzählst du auch mal zusammenhanglosen Mist. Und warum habe ich jetzt eigentlich meine Kamera ausgeschalten? Ich bin dumm.